Da sind wir schon wieder zurück. Ein Tag später, eine halbe Sekunde für mich und es geht weiter in dieser verrückten Stadt. Liebe. Lesestoff. Du bist auf Sackig. Brandons Verfügung 1. Ah, okay. Was geht, BD-Früchte? Habt ihr Bock auf den echten Emo-Rush? Dann werft einen Blick auf das Neueste, was BD-Markt zu bieten hat. Fremdkörper. Der Fremdkörper ist alles... Ach, scheiß doch drauf. Ist nichts Relevantes jetzt. Ach, wo ist dein Auto? Hey, Judy. Steig an. Hey, wie? Hallo. Lass mich alles vorbereiten, aber setz das Headset richtig auf. Sieh es dir an, ich editiere in Echtzeit. Solide Links-Rechts-Kombo. Okay. Kann losgehen. Beschreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen würde. Zu den Brandon schnell raus, wo er aufgenommen wurde. Editiermodus. Editiermodus ist bereit. Seh dich in aller Ruhe um. Arme Sau. Zurückspulen. Vor kurzem bestellt. Der Geruch von Sardine, Pizza von Bugs a Slice. Das können wir dann schon mal. Na, Scaffrau. Wer hätte gedacht, dass die auch Expedis drehen und nicht nur Leute ausweiden? Was haben wir da noch? Gewöhnliche Kiste. Decker, Tanaka and Rogers Logo. Normal für einen Müllhaufen. Ah, was haben wir da? So ein Scheiß habe ich schon gehört. Klingt nach Scaffs. Finde ich cool, sowas. Das Radio ist voll aufgedreht. Damit man die Schreie nicht hört. Das hat er mal, ja, das hat er mal. Boah. Macht die Sache aber nicht einfach. Muss ein Scaff sein. Sonst zieht sich niemand so an. Haben wir sonst nix? Electric Corp Logo auf den Overalls. Sind schon mehr nichts Auffälliges. Thermo, gut, dass es sogar warm hergeht, ist klar. Dieses Synth-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig Scheiß. Und kalt. Bucket Slice. Achso, das hat er mir gerade, stimmt. Der Kaffee war kalt. Vielleicht einen Tag alt. Aber die Pizza sah frisch aus. Also? Also kaufen Sie regelmäßig bei Bucket Slice. Was man nicht wegen des tollen Geschmacks und der frischen Zutaten macht. Niemand schleppt eine Pizza, die nach Styropor schmeckt, durch die halbe Stadt. Okay. Wir suchen nach einem Electric Corp Kraftwerk bei einem Bucket Slice. Brands, weil du bereit bist.
Wieder schon mal immer suche, grob, vom Gesicht her. Okay. Okay, also ein altes Electric Corp Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erstmal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Los, wir müssen dahin. Ja, fahren wir zusammen? Okay. Okay, auf geht's. Dann mal los. Dann machen wir das noch und dann machen wir das Sidequest. Dann gucken wir, dass wir das mit dem Boxclub mal hinkriegen. Was meinst du, Baby? Werd die Bilder nicht los. Aus der Todesmotten-Virtu, die wir gesehen haben. Wenn alles, was die aufnehmen, Snuff ist, dann... Sag's nicht. Die müssten total bescheuert sein, um F für sowas zu verschwenden. Wie meinst du das? Wir reden von einem Mädchen, das nicht nur ein Vollprofi ist, sondern sogar ein Puppenimplantat hat. Ich meine, sowas findet man nicht an jeder Straßenecke. Mhm. Geht es auch schneller? Rechts Gaspedal und so? Sag schon nur. Ne, die Reise will ich nicht überspringen. Vielleicht kriegen wir noch wichtige Infos. Gescannt. Bitte, bitte, bitte. Megascan. Charakter. Konstitution. Verringert die Ausdauer, die beim Blocken vom Nahkampf verbraucht wird. Das wäre auch mal nicht schlecht. Deine Gesundheit regeneriert sich und findet sich schneller beim Bewegen. Haben wir nicht irgendwas mit dem Gesundheitstrack? Gesundheit regeneriert sich im Kampf 15%. Boah, ist natürlich geil. Fallschaden. Langsam im Kampf. Okay, das war alles nochmal schon mal. 60. Nahkampfschaden um 10. Mach mal das. Wenn man hier noch braucht, Reflexe. Trefferchance wird um 1% erhöht. Sind wir noch am Schwächste, ne? Das ist vom Ausdauerschaden von 13. Höhe. Das brauchen wir aber erstmal mehr. Das haben wir da halt schon. Ah, dann heben wir es auf. Schauen wir mal. Warte mal, was haben wir da? Kopfsache. Wer hoch steigt, fällt auch tiefer. Wenigstens hast du noch am Leben. Und solange man lebt, ist mir die Hoffnung. Ah ja. Ist mal angenehm, wenn man nicht fahren muss. Na du? Öfters hier? Achtung, ist rot. Oh, ist gerade grün geworden. Haben wir Glück gehabt, du. Ist ja ein Unfall geworden. Kann man Radiosender wechseln? Oh oh. Das klappt. Okay. Ich hatte gerade Schiss, dass das Bug, weil man nämlich die Reise echt überspringen müsse. Was steht trotzdem diese digitalen Seitenspiegel nicht? Jetzt mal, jetzt geht doch mal Gas, dass man Evelyn finde. Herrgott, du. Das ist mal fahr ich. Ist das schlimm? 9:13 schon. Es ist 9:14. Echt? Oh. Hä? Was? Was machst du? Ah, mit denen sollen wir jetzt reden, oder wie? Das ist irgendwie so komplett unauffällig hier hin. Sind wir jetzt da? Ja, was jetzt? Hallo? Hä? Was machst du? Und da wären wir. Fick Schadekupplung ist hier jenseits, oder? Gehen wir rein. Such nach einem Eingang.
Ich bleibe hier und scanne im Subnet nach Bauplänen für die Anlage. Vielleicht finde ich ja was. Okay. Ich komme nach, sobald ich was hab. Bis dahin bleiben wir per Holo in Kontakt. Okay. Kleine Warnung, sieht brutal aus da drin. Na und? Wenn du denkst, dass mich das abhält, hast du dich geirrt. Okay, dann mal los. Gut, und ich speichere mal kurz zwischenzeitlich. Ich gebe die zum Hauptgebäude. Ich will erst mal wissen, was die zwei Freaks das sind. Na? Aha, Anderson. Zivilisten, was haben die da? Ein Trax 38 auf Jefferson, das schwerste Auto, das man je auf die Straße losgelassen hat. Für ein Viertel aller Verkehrsunfälle mit Fußgängern verantwortlich. 388 PS. 4,5 Tonne. Hinterradantrieb, Baujahr 2062, okay. Wenn's meint. So. Eisbrecher, bringe die Speicherkosten. Quick Hacks. 1, 2, 2. Pingen wir mal kurz ein. Das ist ein Tor. Geil. Wer ist denn ein Typ da, Wisser? Schläger, Krähe, SC. Was ist damit? Sie scheinen nur Fragen, ne? Scharfschützengewehr. Kintachi, ne? Frühjahrskatalog. Oh, das hört sich interessant an. Kintachi, Kinshiri, Adachi, Aramamens. Unsere Mission. Wir Kintachi sind Macher. Wir sorgen uns sowohl um die Zufriedenheit unserer Kunden als auch um Budget, wenn sie sich für eine unserer Produkte entscheiden können. Sie sicher sein, dass keine investierte Euro-Dollar verschwindet wird. Kintachi, die haben sich Wahl. Unsere Produkte. Alles scheißegal. Dankeschön. Lippenstift, okay, auf jeden Fall ist der verwertet, der Item ist schon gut, perfekt. Blockiert, Ablenkungsmanöver. Ich will zoomen? Bist du blöd? Danke. Ah. Kamerasteuerung. Boah, ich dachte gerade. Das ist ein bisschen verdeckter Halter. Ablenkungsmanöver, Ping braucht man nicht. Ich will jetzt keine Steuerung hier mal. Aha.
Hauptgebäude. Gut, gut, interessant. Mal schauen, was es noch gibt. Gasrohr, Explosiv. Kiste. Beseitigung. Breach-Protokoll ist blockiert. Wir können wissen warum, aber zu schlecht sind drin. Was haben wir da? Hier haben wir schon mal einen Attacker. Text. Was haben wir da Feines? Okay, ist das denn da? Netzwerk gehackt, okay. Toter Netrunner. Noch eine Leiche. Ich glaube, ich verbrenne die hier, kann das sein? Sei nur Fragen. Na, das ist die andere Kamera, okay. Na gut, brauchen wir jetzt noch nicht. Oh oh. Das war ich gerade leicht am Hadern, ob hier alles noch geht. Jetzt sind wir hier wieder. Doppeltür durch eine Fähigkeit 7. Ja, nicht schlecht gesichert die Bude. Wollt ihr eigentlich nicht mit uns noch was quatschen, oder warum sind wir jetzt so ganz auf die eingetriggert? Nichts einfach da reinlatschen, die wäre aggro, ne? Hm. Da war es vielleicht interessant. Technische Fähigkeiten, Also das war Jackie. Also das war das. Intelligenz war es dann, glaube ich, mit den Hacks und allem. Die Breach Tower auf Breach Protokoll in 20%. Da war das Netzwerk Interface. Aha. Verbessert den Demon Data Mining, sodass du Zugangspunkte 1% mehr Euro-Dollar erhältst. Okay. Stellt den Demon Massenverwundbarkeit frei, der psychische Resistenz aller Gegner im Netzwerk 3 Minuten lang um 30% verringert. Ah. Ah, Quick Hacks. Oh, da kannst du so viel machen noch. Verringert die Geräte, die für Geräte Quick Hacks verwirklichen Speicherkosten um einen Punkt.
Dass eine Tradition eines Ziels, das von einem Quickhack betroffen ist, stellst du von einem Speicherpunkt oder stellst du so wichtige Medium eines Ziels, das von einem Quickhack beeinflusst ist, verringert die bestehenden Abklingzeiten aller anderen Effekte. Okay. Schaltet Schemata für das Herstellen von ungewöhnlichen Quickhacks frei. So. Den Punkt nehmen wir uns mal auf. Frage ist halt. Geh mal da hoch. Es ist halt ein Snipper. Im Scharfschütze quer. Speicher mal. Schön die Fliege. War das jetzt klar? Du bist tot! Mir ist es nie gegangen sein, die dürfen uns jetzt so schnell wischen. Ich weiß gleich schon, warum wir das reinhaben, weil ich jetzt so unsichtbarer für die Gegner sind. Oder ich lasse da kurz die Optik durchbrutzeln. Das können wir auch machen. Jetzt mir auch nichts sehe, auch recht. Und tschüss. Mr. Stein. Sehr schön. Was haben wir hier für eine Einführung? 75 Jahre Cyberware. Oh, das schaut man glaub mal. Verlinken. Data Mining 1C BD BD. Fertig. Tor geöffnet. Sicherheitssysteme. Aha. Einstellung ist möglich. Rücklaufer. Was war jetzt eigentlich geplant? Eine einfache Routineinspektion ergab, dass viele mit Malware verseucht sind. Polizeiexperten haben mittlerweile. Ups, das war die falsche Waffe. Hab Schüsse gehört. Lebst du noch? Ja, keine Zeit hier rumzuschleichen. Ja, das stimmt allerdings. Fuck. Wollen wir eigentlich messern? Aber doch auf 3. Ja, ich habe 2 getroffen. Wir finden dich und dann zerlegen wir dich in Einzelteile. Wir sehen mal, wo wir sind. Also wenn es relativ elegant gelöst. Brauche ich Scharfschütze quer. Zu
erst schneide ich deine Augen raus. Ja? Okay. Wir finden dich und dann zerlegen wir dich in Einzelteile. Ja, schon gleich in Alarmbereitschaft sind. Hasi. Ich will nicht verrecken. Tja. Warte mal, habe ich nicht irgendwas dabei? Inventar. Kann ich doch bestimmt einen Schalli-Truff-Trigger, oder? Nächsten Trefferschuss mit Prozent. Was Besseres? Nirgends. Ich tu dir nicht weh. Echt? Oh, das ist aber lieb. Bugbear. Es ballert so viel drum, wenn sie uns entfinden. Das ist ja doof. Festhängt. Gebiet feindlich, ja. No shit, Sherlock. Erst down, okay. Ich finde echt jeder. Hier, das ist das Sicherheitssystem deaktiviert. Auf das Sack, Mann. Kamerasteuerung. Ich war jetzt echt der Meinung, jetzt ist alles deaktiviert. Hey, scheiß drauf!
Auf was? Wir haben schon den Kopf mit Trefferkörner. Hab den Bauplan. Ich bin sofort da. Versuche einen Weg in die Untergeschosse zu finden. Na, jetzt kann ich schon. Hab, stirb einfach. Danke. Doch, ja, wenn du auf die Distanz gehst. Ich bin jetzt gerade zur Jacke. Ist eigentlich noch andere Wege hier rein? Ich frag nur. Weil man sie ewig rumdrückt. Nee. Hab Angst. Ich brauch nur ein bisschen Loot noch, Kind. Hab so gut Material dabei. Kommt ein Haufen Schrott raus. Guck das mal ein, das Ganze aufheben. Wenn ich jetzt aber frisch lade, wird, was ich natürlich jetzt mache. So, dachte schon, hä, was jetzt? Guck, dann kann ich es bestimmt wieder aufheben. Hab einen Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Yep, bin sofort da. Warte auf mich. Ja, alles gut. Mach da keinen Stress. Wir sind nur vorsichtig. Einmal zwischenspeichern. Ja, das geht. Ich brauche trotzdem mal die Optik, dass wir im Dunkeln sehen. Sie. Bin da. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Ich wette, da halten sie fest. Ja, chill mal, Mega. Check hier erstmal kurz die Gegend ab. Blockiert. Ist eigentlich was für Judy, oder? Kann man das nicht, Hacker? Ist das nicht doof? Dieses Hemd, das kenne ich. Oh, schlecht. Welches? Meins? Ist ein bisschen sneaky unterwegs, Mann. Hörst du das? Psst, ist zu laut. Keep Donners. Okay. Evelyn? Ja, ohne Zweifel. Ich hab das Gefühl, die alte Shops. Wobei, kurz anpingen können wir eigentlich. Ganz ruhig. Fertig. Geh du mal zurück ein bisschen. Ich halte ja mehr aus. Hallo? Quick Hack? Hallo? Alter, willst du mich komplett verarschen?
komm schon mal auf, früh drauf, dass ich uns gehört habe, weil ich gar nicht drauf kam. Danke fürs Gespräch. So, lokales Netz. Zack und aus. Den Mut übernehmen. Achso, nee, verlinkt. Kurz ein bisschen Money-Zapfer. BD, 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 1C. BD, BD, BD. 1C, es geht. Was haben wir da? Boah, Kind, Alter. Lautlose Killer 1. Chemikalien, Lautlose Killer 1. Wir wissen seit langem, dass AVS mäßig schädliche Substanzen in unserer Luft pustet. Darunter Aluminium, Kohlendioxid, Schwefel, Trioxid und Schwefelsäure. Studien können zudem sogar tote rote Blutkörperchen mit E. coli und Natriumchlorid, Tafelsalz nachweisen. Man muss kein Wissenschaftler sein, um sich denken zu können, dass diese Substanzen den Körper schaden. Wir haben herausgefunden, dass Schwefelverbindungen in einem derart geschwächten Immunsystem zu Krebs, Herzleiden und anderen Erkrankungen führen können. In manchen Fällen kommt es sogar zu spontaner dentaler Hydroplosion und akute Meningitis. Na gut. Okay. Sandbein kann ich aber nicht mitnehmen. Schießt ja wer, wenn ja wo? Wir haben es verpackt! Oh, Juli! Bist du dumm oder so? Frage nur. Vorsicht, hier haben wir es gehört. Tu mal die Fresse einfach, Alter. Ich weiß nicht, ob man aufhört, da random rumzulaufen. Hey, wie? Mach was, verdammte Scheiße! Was denn? Entspann dich doch! War alles gut? Schon nix hier. Doch nichts. Muss ich mal ein bisschen umschauen hier, ne? Ah, die Gasleitung, die habe ich gesucht. Die Munition mitnehmen. Was können wir hier machen? Türtechnische Fähigkeit? Nein. Was haben wir? 8 oder 7. Lass die Spiechen! Was ist jetzt gebracht und was kriegt denn? Zur Hölle! Zur Hölle!
ich ja gerade gern, wo der Typ ist. Ich bin schon eins mache. Kamerasteuerung. Was sind wir jetzt? Sind wir immer noch? Jetzt mal einen Finger. Holt die Kavallerie! Verschwindet da, sonst ziehen sie uns! Ach, halt doch die Fresse! Die kommt auf der Piska, die Alte. Oh, die Alte, du. Halt auf meinem Weg, um zu laufen. Es reicht's mal. Frissi Nate, Mann. Ich muss nachladen. Ja, du Reto. Entspann dich. Schlitz dir die Kehle auf. Sagen Sie ihr, dass sie schuld ist am Tod ihrer Kinder. Was? Nein, bitte. Das wollte ich doch damit... Ach, wo ist schon da? Seh uns an, nicht tot zu kriegen. Sie können froh sein, dass Sie noch lebendig angekommen sind, die Vogelficker. Denk an meine Worte, Night City. Siggy Q. Rausmittelsprache, lokales Netz, Überwachungskameras, ausschalten. So. Okay, leider nicht. Schade, dass sie das jetzt nicht taken könnt. Oder kann, tut. Weil cool. Bunky. Hat irgendwo eine Notiz ist oder sowas zum Lesen, das wäre halt nice. Würden vielleicht auf den Pin kommen. Irgendwie raus zu. Binde wird kompliziert, ne? Hat er gerade echt in zwei Teile zerschossen? Tut mir leid. Was denn? Ist normal hier. Alles gut. Ach so, klar, logisch. Was mit der Nachricht will ich mal durchstöbern. Ich suche eine Zahlenkombination, nur dass wir gepflichtet werden. Ein Vertreiber. Baller. Bin dir ja nix. Leider. Bist du da so gut aufgehört? Gesichert. Geh weiter. Na, aber geht's aber hier nicht die Frage? Gib mir vielleicht was her. Was Interessanteres. Ah, guckt mal, da haben wir was zum Lesen. Hinter der Empathiegrenze gestern Abend. Ja, gut, das ist jetzt so. Ich will das Ding eigentlich hacken, ne? Ich sag's nur. Wird eine längere Folge. Genau. Aber das ziehen wir jetzt durch. Fangen zum Bestand, Netrunner, Nachrichten, Dateien.
Lokales Netzwerk, Überwachungskameras ausschalten. So. Das war ein guter Tauschvorschlag, Schneck. Tauschvorschlag. Netrunner gefunden. Rang zum Bestand. Willen 2, 50%. Nein, leider nichts. Achso, warte, vielleicht finden wir den Daten was. Status. Okay, aber nicht. Speichern mal kurz. Es dürfte hier niemand mehr sein, ne? Sicher. Gangs in Night City. Will sie gar nicht so groß lang rumlesen, ehrlich gesagt. Hey, wie? Mach was, verdammte Scheiße! Will doch nicht! Bin doch schon dabei. Oh, Johnny. Anschein. Klassiker. Geht immer. Wobei die hier aus Stahl sind, nicht wie die Softcore-Plastikteile. Selbst wenn hier jemand freiwillig reinläuft, um ein Star zu werden, ist nicht gesagt, dass er je wieder rauskommt. Qualität niedrig, ja. Wer? Auf der anderen Seite? Habe ich einen Raum übersehen? Ja, habe ich. Sieh uns an, nicht tot zu kriegen. Hallo. Damals bei Samurai haben wir da drin nach Background-Tänzerinnen gesucht. Sieht aus, als wart ihr nicht die Einzigen mit so genialen Ideen. Das war eine unerschöpfliche Goldmine für Frauen. Was haben wir nochmal hier im Text? Was bringt uns der... Ein echter Archip-Trip, geglaubt, weil wenn man es jetzt halt lese, die Folge, die wird 3 Jahre gefühlt. Lust, Sex und Chrome, ach, der ist schon wieder. Naja, wenn noch nicht. Wenn wir uns verlinken. Guck mal, da bist du Money-Donator. Euro-Dollar, 1C55. Das geht gar nicht. Also wir fangen mit. Doch, klar. Nice. Sehr gut. Kommen wir jetzt nicht rein? Okay, rum einmal. Kommen wir einen Finger? Jetzt. Hier was? Lokales Netz ausschalten. So. Schere mit Nähe und dann gab es mal Gas, um vorwärts kommen. Hätten wir mal gerade, dann geht's jetzt runter. Ich glaube, wir haben schon ziemlich alle erledigt hier, ne?
Scheint ein Wartungsraum zu sein. Yep. Mal sehen, was ich da finde. Ja, würde ich auch mal sagen. Mach dich nützlich. Du bist doch die Jägertante hier. Tür, was Explosives. Sonst haben wir hier nichts, zumindest für uns gerade. Thema erledigt. Die Wahrheit über Psychopsychose, das hatten wir auch schon, das Büchle. Nö, dann lass mal lieber Scheiß aufstellen. Wir sind bis hier in der Mikrochen, dass wir da sind, also dann sorry. Da habt ihr im Laden definitiv was falsch. Benutzen lokales Netzwerk, Überwachungskameras. Aus! Chirurgisches Werkzeug. Server. Das ist doch irgendwas Interessantes. Ob sie da erfahren. Mhm. Eine Leiche. Sieht zum Glück nicht nach Evelyn aus, hoffe ich zumindest. Gott! Haben ihre Implantate rausgerissen. Und wo sie schon dabei waren, auch gleich noch ein paar Organe. Wie äußerst effizient. Scavs, egal wie viele man zerquetscht, es kriechen immer irgendwo noch mehr von ihnen rum. Hattest wohl schon das Vergnügen mit welchen? Leider ja. Implantate. Dann schau was Interessantes hier, außer explosive Rohre. Ah, da drüben sind welche, okay. So, lokales Netzwerk, Überwachungskameras ausschalten. Wer sitzt in der Scheiße, Tony? Ah, jetzt greif doch an! Ich kratz hier ab! Das wechsel war's. Doch die Waffe, Alter! So. Jetzt ist mal langsam und so bessere Ausrüstung gekriegt. Huch, da ist schon wer. Technische Fähigkeit, ich merk's schon. Ja, mein Luftjagd, da braucht nichts mehr.
Goldberg bin ich gerade noch nicht so happy, muss ich sagen. Gut, hier ist niemand. Cool. Ah, halt. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Golfball. Anderes Material. Vielleicht müssen wir Quichter ausmähen, ganz einen Haufen Glut in letzter Zeit. Ah, wird langsam schwer. Gibt's hier was Besseres? Scharfschütze quer. Ha, guck mal, wenn man davon spricht. Präzisionsgewehr. 17, 11, 4. Das müssen wir später mal erst anschauen. Was ist ja schon mal schrottisch? Das können wir zerlegen. Na, ja, weil das braucht man auch nicht. Ein bisschen Gewicht sparen kurz. Ich glaube, es geht ja noch ein bisschen. So, wunderbar. Alles schlechter. Komm schon, Blitzspur. Komm ich denn da rein? Drüber, ah, da drüber, okay. Wo bist du? Na, am Studio, glaube ich. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert, damit wir leichter rauskommen. Stehst eher auf die harte Tour, was? Warte eine Sekunde auf mich. Ja, geht so mit der harten Tour. Bin ja gerade beschäftigt. Ja, wir sind mal da halt mit, ne? Loot, Loot, Loot tut jedem gut. Okay, den kann man als Kanonen nutzen, finde ich. Richard Aureli. Aureli. Ach ja. Suchen wir doch Evelyn mal weiter. Kommen Sie! Suchen wir sie. Halt durch, F. Ja, den Raum kennen wir doch. Lokales Netzwerk, Ordnungskameras, Ausschalter, brauchende Mitglieder, gut. Mitglieder. Das war der Raum von vorhin, ne? Komm schon, Blitzspur. Okay. Gibt's hier sonst noch was? Müssen wir rein, ich weiß. Der muss halt weg, tut mir leid. Ich lasse ihn noch kleben, weil ich ja schäb lädt. Gibt's hier was? Lokales Netzwerk. Überwachungskameras, Ausschalter. Brauchen wir zwar eigentlich auch nicht mehr. Haben Strom! Haben aber kein Passwort, du Scheißdreck, alter Strom. Auch nichts mit Passwort, Scheißdreck, LAN. Du kannst jetzt mal kommen, du schon kannst die Evelyn suchen. Das ist Evelyn, fass sie bloß nicht an! Falls sie gerade aufnimmt, schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Hä, wo? Ach, da, okay. Bescheid, bevor du es rausziehst. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Was denkst du denn? Was soll ich machen? Das, weshalb wir hier sind. Sie nach der Wahrheit fragen. Johnny, sie ist bewusstlos. Oder eine bessere Schauspielerin, als wir dachten. Okay. Okay, dann mal los. Wow, das sieht nicht fertig aus. Okay,
Los geht's. Mach dich bereit. Und... Jetzt! Warst du früh? Ich hab gespeichert. Gott sei Dank. Evelyn, hörst du mich? Hey, Evelyn. Ich muss wissen, wer dich angeheuert hat. Ist das dein Ernst, Bee? Du willst das jetzt machen? Okay. Was stimmt nicht mit ihr? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Okay. Sie muss stark traumatisiert sein. Können wir sie bewegen? Keine Hirnblutung oder Verletzungen der Wirbelsäule? Ich sehe jedenfalls keine Wunden. Wir haben wohl keine Wahl. Bringen wir sie in Sicherheit. Ja, es umklickt, was draußen rumläuft in dem ganzen Gebäude. Von daher. Ich habe die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Oh, F. Evie, Baby. Ich mir gerne noch kurz ein bisschen umgeschaut, aber... Johnny? Johnny! Ich hoffe, es ist jetzt irgendwie Dropper oder so, das wäre natürlich assi. Ah, so kannst du natürlich auch machen, schöner KZ-Sitzer. Komm schon, ist doch nicht so schwer. Bitte, oh, nur eine. Für mich. Ach so, Raucher. Ach komm. Schadet deinen rosigen Lungen auch nicht mehr als die Qualitätsluft in Night City. Also mach hinne und quarz endlich los. Schon gut, wie du willst. Rauch, bis deine Lungen platzen. Oh, endlich was Besseres als die Abgase und der Gestank der Stadt. Gib zu, du fühlst das auch? Nee. Gehen wir rein. Warten wir noch ein bisschen. Hast doch gesehen, wie sie aussah. Wenn's nach mir ginge, hätte ich ihr gleich im Studio Wasser ins Gesicht geschüttet und sie gefragt. Du Pfeife! Mann, du übrigens mal kurz Bock, du. Wird auch nicht. Geht aber ja. Nicht nach dir, oder? Gehen wir. Schauen wir noch nach, wie es Evelyn geht, weil das jetzt mal kein Cut. Relic für die Funktion entdeckt, ja, das, ja. Geht's langsam wieder? Ah, geht automatisch zu, sehr schön. Kann ich kurz aufs Klo? Ah, eher nett. Sie schläft. Glaub ich zumindest. Ihre Augen sind geschlossen und sie hat aufgehört zu zittern. Wenn sie mir nicht so leid täte, hätte ich sie schon längst getötet. Ich muss mit ihr reden. Hör zu. Ich weiß, du hast ein paar wichtige Fragen und sie hat die Antworten. Wenn ich du wäre, wäre ich sicher genauso hartnäckig. Aber das kannst du im Moment vergessen. Sie ist völlig am Ende. Boah, willst du mich verarschen? Wie fühlt sie sich? Kannst du dir doch vorstellen. Diese Stadt hat ihr den letzten Tropfen Menschlichkeit rausgesaugt. F hat ihr alles gegeben, was sie hatte. Und sie hat immer noch mehr genommen. Sie ist jetzt in einer Art Trance, als hätte sie sich in sich selbst zurückgezogen. Reagiert überhaupt nicht auf ihre Umgebung. Was sie vielleicht verlinkt? Ich wollte wirklich, wirklich nicht in ihrem Kopf rumwühlen. Ich hab's nur für dich getan. Danke, Finn. Damit du es weißt. Danke, Finn. Du bist sauer auf sie? Warum? Als du meintest, ich soll ihren Verhaltenschip durchsuchen, hatte ich echt schon die Schnauze voll von deinem Scheiß. Judy, mir blieb ich keine... Weiß. Schon gut. Dann verstehe ich nicht, warum... Das verstehst du gleich. Ich zeig dir die Virtu, die ich gefunden habe. Okay. Du hast sie wohl schon gesehen. Ja, musste viel Arbeit reinstecken, damit sie überhaupt Sinn ergeben. Aber ich will dich nicht beeinflussen. Du solltest sie unvoreingenommen ansehen. Wie viele BDs konntest du runterziehen? 2. Allerdings ist nur einer intakt. War zu erwarten. Der Rest... Naja, der Rest ist im selben Zustand wie Evelyn. Am Arsch. Okay. Okay, lass mal sehen. Warte, ich muss die Parameter einstellen.
Schätze, jetzt finden wir raus, ob unsere Puppe echt durchgeknallt ist. Komm aber schon, wie? Erst die nächste Aufnahme ist ja schon. Danke fürs Zuschauen, mit dabei sein, liken, teilen, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und bis dahin auf Wiedersehen. Ne? Tschüss und ich hoffe, Evelyn gibt's gut. Muss man echt sagen. Achso, hier die Taste.